Path of Destiny. Im Livestream! So, ja, wie gesagt, wir sind im Livestream. Und wir sind schon in der Höhle. Ah, ich hätte mir sagen lassen, ich hätte bei Celeste vorher mal die Ausrüstung anschauen sollen. Weil sie hat gar keine Waffe. Hat sie sonst vielleicht irgendwas Optimum? Ach, so viele Sachen, die sie anziehen kann. Und dann speichern wir doch einfach mal auf Platz 1. Keine Ahnung, ob das jetzt wichtig war oder nicht. Ach, gleich wieder Zufallskampf. Ah, ganz ehrlich? Ah, man hat mir ja gesagt, ich soll leveln wie Höhle. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Okay, musst du kurz was gucken. Dann besorgen wir es halt eben, diesen kleinen Schlupphuck-Viechern. Ach, wir sterben schon. Zufallskampf! So, jetzt. Ich hab's dir mit dem Holzstab gegeben. Stirb doch einfach! Uff. Ich glaube eher wir sterben. Hallo! Jetzt aber. Oh! Papada! Speichern wir mal auf Platz 4. Gehen wir erstmal hier runter und mir wurde gesagt, ich soll doch mal gefälligst alle Sachen durchgucken. Zum Beispiel hier war ja die Truhe, die hatte ich ja gefunden. Kleine Äther, ja. Weiß gar nicht, ob wir die... Nein! Jetzt holt die scheiß Ameise sich wieder Verstärkung! Ich schwöre, ich krieg den Kollaps bei den Viechern. Soll ich euch mal was sagen, was ich jetzt mache? Weil ich gerade sehe, dass wir sowieso sterben, zeige ich euch mal was. Also den Leuten im Livestream. Euch zeige ich es nicht, die ihr den Part später guckt. Ich werde jetzt einfach mal ganz gekonnt leveln. Also in der Höhle ein paar Zufallskämpfe absolvieren. Und dann sehen wir uns gestärkt wieder, ja? Schön, bis gleich. Ihr merkt es sowieso nicht, aber... So, wir sind jetzt wieder zurück. Ich habe ganz viele Zufallskämpfe gemacht. Und hab dann extra... Bin extra wieder hier hochgelaufen für euch. Also der Kälen, der ist jetzt schon etwas gelevelt worden. Und mal gucken, was er jetzt so macht. Ja, was macht er denn? Wurde der überhaupt gelevelt? Habe ich hier etwa den falschen Spielstand geladen? Okay. Komm, stirb mal Ameise. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich glaube, ich habe nämlich falschen Spielstand geladen. Okay. Dann habe ich wohl falscher Spielstand geladen. So, da sind wir mit einem jetzt auf Zufall, durch Zufallskämpfe gelevelten Spielstand. Ja, durch Zufallskämpfe. Genau. Ja, Celeste habe ich jetzt nicht gelevelt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Die hat, der PDM hat jetzt 2100 Punkte und ja... Hat etwas Mana aufgebraucht schon. Macht auch jetzt relativ viel Schaden. Ich habe den jetzt, glaube ich, ich glaube Level 19 oder so gelevelt. Ich meine, wie sollte ich es auch sonst machen? Ja, Celeste geht mir zwar jetzt gleich drauf, aber die ist mir auch relativ wurscht im Moment mal. Der kann ich ja gleich einen Trank geben oder einen Beleber oder was weiß ich. Beim PDM wird sich auch mal so langsam nennen. Stirbt dieses Scheißviech jetzt auch nochmal? Also das
die im Livestream sind jetzt richtig böse auf mich. Die wollen mich jetzt töten, weil ich voll lange hier jetzt an den Zufallskämpfen saß. Ja, hier Level 20 sogar und Celeste hat überhaupt kein Level abbekommen, weil die gar nichts gemacht hat. Ja. Naja. Okay, und mir wurde gesagt, ich soll doch mal hier gucken. Hier warten nämlich ganz hübsche viele Zufallskämpfe auf mich. Genau, ja, die Celeste ist bei jedem Kampf einfach gestorben, ja. Deshalb hat sie nie Erfahrungspunkte bekommen. Hier haben wir nämlich eine Truhe mit einem Krabbeltöter. Die habe ich natürlich extra nicht geholt, weil ich natürlich das Ganze mit euch machen wollte. Und die Celeste haben wir auch schon auf Optimum. Ich weiß nicht, aber irgendwie, wenn ich bei dem Spiel irgendwie das Menü aufmache und dann wieder rausgehe, dann brauch's. Ich drücke jetzt. Und jetzt drücke ich. Achtung. Jetzt. Geht's erst zu. Nochmal. Ich drücke jetzt. Und jetzt geht's erst zu. Das finde ich komisch, wieso das Menü erst zu spät zugeht. Ich weiß auch nicht, aber irgendwas scheint da nicht so ganz flüssig zu laufen. Und naja, weiß auch nicht wieso, aber es... Zufallskampf! Tod im Schlupuck! Stirb doch, ich... Also, diese Zufallskämpfe sind echt das Nervigste, was es gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir echt ganz, ganz doll leid, aber ich kann das einfach nicht ab, ey. Ich bin eher an der Story und an hübschen Systemen und so interessiert. Vampirzahn. Und Celeste hat jetzt endlich mal Erfahrungspunkte bekommen, weil sie jetzt nicht gestorben ist. Und hier haben wir auch nochmal kleine Äther. Für Celeste. Wahrscheinlich. Oh, geht's hier lang jetzt? Und wir sind eine Ebene weiter unten. Und dann müssen wir ja... Ich glaube, es gab hier ja... Hier gab es... Ah! Gab's... Wo? Ach ja. Hier gab's ja ein Haarreif. Oh, ein hübscher Haarreif, ja. Den hübschen Haarreif, den kombinieren wir jetzt hier. Und das passt super zu deinen Haaren, Celeste, ja? Ah, nein, Ameise! Sie holt Verstärkung und dann pinkelt sie uns an. Oh mein Gott. Ja, Flucht unmöglich. Sobald dieses schwule Fliegeviech dabei ist, kann ich nicht flüchten. Ist mir einfach verboten. Okay. So. Ba, 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 ba. Jetzt mussten wir, glaube ich, hier hoch. Eigentlich über die hübsche Treppe, aber da habe ich ja keinen Bock drauf. Backe ich mich halt mal wieder da durch. Dann platziere... Ja. Ah, zu hell. Ah, sobald sie da sind, darf ich einfach nicht. Die machen natürlich so Blutsaugerei, Superschall, das mich ziemlich an Pokémon erinnert, weil die Attacke da von Zubat genauso hieß, wenn ich mich recht erinnere. Celeste prat mit dem... Genau, die fliegen ja. Was macht Celeste da eigentlich mit ihrem Holzstab? Also ich vermute ja, dass sie ihren Holzstab nimmt und in den After von diesem Viech einführt. Und dann damit ein bisschen drin rumfuchtelt und die inneren Gedärme so durcheinander bringt. Aber sicher kann ich mir da halt nicht sein. Das müsste mir der Ersteller mal genauer erklären. Nee, war ein Scherz. Ich meine es ja nicht so, wenn ich sowas sage. So... Ah, jetzt ging es hier runter.
dadurch, dass wir den Schalter aktiviert haben. Und dann war hier ja der Schalter. Dann musste ich ja nach oben. Und hoffentlich stürzt mir dieses Kampfsystem nicht wieder ab, wie es ja beim letzten Mal war, wo ich einfach nichts mehr machen konnte. Das war richtig porny. Jetzt musste ich ja hier wieder den entnehmen und durfte hier ja rübergehen und dann ein Lichtkristall, ja? Ameise! Okay, kurz mal was zu trinken. Es schäumt wieder. Wo musste ich denn jetzt lang? Ich glaube, weiter bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, hier war ich ja noch gar nicht. Oh, ein neuer Teil der Höhle. Ach, jetzt muss ich da wahrscheinlich diesen Felsbrocken reinschieben. Ach, ist da noch eins runter. Keine Ahnung, wie lang die Höhle ist. Also, ich würde mal sagen, ohne Zufallskämpfe kämen sie natürlich viel besser rüber. Ah, hier ist eine Schrifttafel wahrscheinlich. Was steht da? Vorsicht, Zauber, die auf die Wände gerichtet werden können, zu einem Erdrutsch führen. Mir egal. Okay. PDM, sind wir da rum! Mit dem Zauber können wir nicht bestimmt den Stein da umbewegen! Koks! Ob das eine gute Idee ist, denkt man, was auf der Steintafel heran. Was? Ich frage mich jetzt gerade, was passiert wäre, wenn ich mir die nicht angesehen hätte, hä? Wenn das jetzt ein Fehler war und wir jetzt sterben. Ah. Oh, sie ist ins Loch gesprungen. Nein, Celeste! Oh, wir hatten noch so viel in unserem Leben vor. Wir wollten doch nochmal in den Pub gehen und... Weil wir hätten ja auch noch so viel zu erkunden gehabt, wie mir der Ersteller gesagt hat. Oh, hier dürfen wir wieder komplett sehen. Zum Beispiel hätten wir noch in den Pub gekonnt, ins obere Stockwerk, sobald Celeste dabei ist, was ich... wo ich eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen bin, weil ich so oft probiert hatte. Und es ging ja einfach nicht. Und jetzt speichern auf Platz 2. Okay. Pedemsino! Oh, Flammen und ein Grab! Sieht nach einer Sackgasse aus, mal wieder. Nein, wir sind am Ziel! Jetzt schlitze ich mir den Bauch auf! Meine ganze Ausbildung war umsonst, aber ich bin eine Magierin! Für 5 Sekunden meines Lebens! Celeste, warte! Was ist denn da? Findest du die ganze Sache nicht etwas zu leicht? Ach, was? Wir sind einfach nur ein gutes Team! Ich weiß nicht, hier stimmt irgendetwas nicht. Verstehe nicht, ehrlich rum, Martin, bla bla bla, wir müssen Orbsort einsetzen. Wenn jetzt der Detlef wiederkommt, war es ja, glaube ich, dieser eine Spaten da, der uns ja schon mal in eine Höhle eingesperrt hat. Ich glaube, der hatte die Detlef-Stimme. Dann kriege ich richtig eine Aggression. Es ist euch nicht gestattet, diesen Obelisk zu berühren. Aber ich brauche den Obelisk für meine Abschlussprüfung. Dann werdet ihr sterben. Celeste, Vorsicht! Celeste, Vor... Au, tut mir leid. Celeste, Vorsticht! Celeste, Vorsticht! Habe ich jetzt gerade mein Schwert in den Rücken gerammt. Endboss, bam, 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 bam. Wie viel Leben hast du denn, kleiner Schatzi? Yeah.
Sein Leben wird nicht angezeigt, für ihn ist es ein Geist. Ich kann ihn nicht besiegen, oh yeah. Ich kann ihn nicht besiegen, oh yeah. Magische Flamme, oh ja, yeah. Wir werden abgebrannt. Da fällt mir ein, ich kann mit Celeste hier, ja, noch Feuer und Blitz und Eis und so wirken, ja, ja, ja. Und er hat eine Flamme beschworen, oh, 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 yeah, 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 oh, yeah, yeah. Aha, aha, oh, yeah, yeah, yeah. Und ich kann aber hier auch noch, was ist mir das Kampfsystem wieder abgeschmiert? Nein, ich wollte eigentlich hier mit ihm angreifen und mit Celeste dann hier mal Magie ausführen. Ja, 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 ja. Celeste, Celeste. Wie wär's mit Eis auf die Flamme? Yo, 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 yo. Also der PDM regeneriert sich voll schnell. Was mache ich eigentlich gerade? Ich komme mir gerade voll komisch vor. Ich glaube, die im Chat sind auch nicht mehr so aktiv. Ich glaube, die denken sich auch voll Idiot. Oder geisteskrank. Jetzt holt er sich eine Eisflamme, der alte Vollarsch. Und dann auch noch, ja, ganz ehrlich hier. Brenne! Und wir sind gleich tot. Ah, ich werde keinen Trank einsetzen. Ich habe nämlich immer noch dieses... Ich bin Elemental Souls. Ich lasse dein Spiel abstürzen, wenn du Tränke verwendest. Und deshalb... Ach, Celeste tot. Ach, doch noch nicht. Heilung auf sich selbst. Ah. Gott sei Dank. Tötet jetzt einfach den Spaten von Torwächter. Ah, oder vielleicht muss ich ja seine Flammen töten. Weil... Ah, ich kann mit PDM also eigentlich gar nichts machen. Ich muss mit Celeste wahrscheinlich die Flammen zerstören. Weil ich... ihm einfach keinen Schaden ziehe. Ich glaube, Feuer war ja dann ganz gut gegen Eis. Er ist tot. Glaube ich das jetzt? Glaube ich das jetzt? Glaube ich das jetzt? Einen Schaden machen wir den nur. Ja, den müssen wir elementar zerstören. Nein. Ich will immer... Ich denke immer, das wäre Celeste. Oh, ich bin eine Frau. Nur weil ich Frauenkleider anhab, hä? Brenne. Jetzt wieder mit ihm. Achtung, er ist gleich wieder vollgeladen. Genau, jetzt wieder mit ihm. Also ich weiß ja nicht, ob das eigentlich so beabsichtigt ist, dass ich mich halt so hoch trainiert habe. Ja. Was ich natürlich habe. So. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ich sie einsetzen kann. Ich weiß nicht, sollte ich vielleicht Eis auf sie, auf dieses Monster oder auf die Flamme einsetzen? Oh, wieder PDM. Ich guck da nicht drauf, ich guck immer nur auf dieses Window. Ja, das ist doch schon etwas effektiver. Nein! So, Magie, Eis. Jetzt stirb aber. Yes! Oh, ich dachte schon abgestürzt. Ha, 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 ha. Meinen Glückwunsch, junge Magierin. Du hast deinen Mut und deine Kraft bewiesen. Mögest du auf deinen zukünftigen Wegen die Weisheit erlangen. Und jetzt gib mir 50 Cent. Deine Fähigkeit für das Richtige einzusetzen. Ich mein's ernst, gib mir 50 Cent, ich wurde nicht bezahlt. Man hat mir gesagt, 50 Cent von jedem, der hier vorbeikommt. Und jeder hat mich um mein Geld geprellt. Wir sollten jetzt den Orbex essen, haha. Nein. Achtung, gleich kommt Zufallskampf. Oder stürzt ab. Ich hätte speichern sollen. Oh oh. Oh 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 oh. So. Oh.
nicht schön, haha. Das sind... Jetzt habe ich noch umso mehr Angst, dass mir das Spiel irgendwie durch einen Skriptfehler im Kampf abstürzt, wenn ich zum Beispiel Tränke einsetzen will, weil da natürlich die Coming-of-Age-Day-Teils verwendet werden. Die von Elemental Souls. Der Eingang ist jetzt ist eingestürzt, aber da ist noch ein riesiges, klaffendes Loch. Hä? Wo ist denn das eingestürzt? Dann haben wir ja noch mal Glück gehabt, haha. Wo haben wir da Glück gehabt? Wir kommen nicht mehr zurück. Ja, ich frag mich nur, wie wir wieder nach Klick kommen wollen. Warte mal, da ist doch jemand. Nein, das Zelt ist doch nur aus Zufall. Ach ja, die Prinzessin wurde entführt und ganz zufällig treffen wir natürlich auf die und die haben es natürlich durch die Höhle geschafft, in der wir so lange gebraucht haben. Ja genau, Celeste hat mir auch Drogen gegeben. Celeste hat PDM auch Drogen gegeben. Deshalb redet er auch von sich in der dritten Person. Deshalb hat er auch gedacht, dieser Eingang wäre eingestürzt. Oh mein Gott, was waren das? LSD, Hasch, keine Ahnung. Oh, Haschkekse. Die ist stillgelegt. Jetzt müssen wir ja noch auf das Lösegeld warten. Sind das einfach die... Sind das einfach die Entführer der Prinzessin Furtado? Es gibt da eine kleine Planänderung. Wie meinst du das, Jack? Wir können zwar das Lösegeld für die Prinzessin einsacken und es durch drei teilen, oder wir bringen die Prinzessin zurück und kassieren die Belohnung für die Entführerin, die wir dann nur durch zwei teilen müssen. Ihr hängt bei der Sache genauso drin wie ich. Uns hat die Prinzessin aber noch nicht gesehen. Und du meinst, dass ich bei der ganzen Sache einfach mitspiele und im Mund halte? Es wird vollkommen reichen, wenn wir dem König nur den Kopf der Entführerin liefern. Ja, was will dein klatzköpfiger Standardcharakter oder dein klatzköpfiger Freund da hinten eigentlich so machen? Was? Los, Bob. Nee, warte, das war jetzt komisch. Wir müssen etwas unternehmen, oder wir gucken es zu, ich will es sehen. Das reicht, so ein Tod hat niemand verdient. Ich war kurz abwesend, Entschuldigung. Oh. Ah. Ganz ehrlich hier. Leck mich am After. Ich hab keinen Bock mehr drauf, ey. Jetzt, es liegt an diesem... Guck, jetzt liegt's nicht am Game Characters, es liegt am Caterpillar System. Und ich denke, an dem liegt's schon die ganze Zeit, weil da irgendwas drin rumfuscht, ja? Okay. Ganz ehrlich. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich versuche, diesen Fehler zu umgehen. Und wenn nicht, dann muss ich halt den Ersteller des Spiels fragen, ob er mir einen Spielstand gibt. Ja, bis dahin, tschüss.